20 grüne Smoothies hat Ökotest untersucht. 9 aus konventioneller Herstellung, 11 Bioprodukte. Schon allein die Preisspanne ist enorm. 89 Cent kostet die konventionell hergestellte Eigenmarke von Aldi Süd. 2,99 der Smoothie von Antidot mit dem klangvollen Namen Liquid Salad, flüssiger Salat. Genau das führt zum Ursprung der grünen Smoothies. Wir Menschen haben sie uns von den Schimpansen abgeguckt. Schimpansen ernähren sich von Obst und vielen grünen Blättern. Diese Ernährung scheint die Tiere fit zu halten. Jedenfalls sind sie selten krank. Da Schimpansen und wir Menschen in unserer Genetik zu 99% übereinstimmen, müsste also auch uns diese Ernährung gut tun. Die US-Amerikanerin Victoria Butenko zog diese Schlussfolgerung Anfang der 90er Jahre und schrieb das erste Buch über grüne Smoothies. Das Geheimnis ist das Zerkleinern. So werden die Zutaten für den menschlichen Körper besser verdaulich. Ökotest hat unter anderem nach diesen Kriterien bewertet. Sind mindestens 20% Gemüse enthalten? Wie hoch ist der Zuckergehalt und ist Vitamin C drin? Saftig von AMC erhielt die Note sehr gut, als einziger unter den konventionellen. Apfel, Grünkohl, Limette, Ingwer sind drin, Gemüseanteil 36,5% bei 9 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Auch bei den Bioprodukten gab es nur einmal sehr gut, für Alnatura. 50% Gemüse enthält der Smoothie aus Gurke, Grünkohl und Spinat, 7 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Das Verhältnis von Gemüse und Obst entscheidet, wie ausgewogen ein Smoothie ist. Wenig Gemüse, dafür viel Obst, bedeutet viel Fruchtzucker. Diese Smoothies fallen deshalb in der Zuckerkategorie durch. Sie enthalten fast 25 Gramm pro Flasche, also die Gesamtmenge an Zucker, die ein Erwachsener laut Weltgesundheitsorganisation pro Tag zu sich nehmen sollte. Der Green Juice von Harvest Moon ist wegen seiner Größe von 300 Milliliter sogar fast gleichauf mit dieser Flasche Cola im Zuckergehalt. Ungenügend, urteilt Ökotest. Wie sieht es mit Vitamin C aus? In Spinat, Kiwi, Avocado steckt es reichlich, aber schafft es das Vitamin bis in die Flasche? In den Produkten von Aldi Süd, Rewe und Harvest Moon ist es gar nicht nachweisbar. Einzig die grüne Göttin von Alnavit besticht im Test mit viel Vitamin C bei moderaten 8 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Das Fazit von Ökotest? Grüne Smoothies sollten mindestens 20% Gemüse enthalten und wenig Zucker. Produkte mit viel Traubensaft, Banane, Ananas und Mango sollten deshalb gemieden werden. Und der gesündeste Smoothie ist der selbstgemachte. Wie wär's mit Spinat, Avocado, Apfel und Kiwi? Wer das Obst reduziert, senkt den Zuckergehalt. Außerdem, im frischen Smoothie gehen keine Inhaltsstoffe durch Pasteurisieren verloren.